Ich grüße euch, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge zu Fallen 4 mit der Kaiser Redux Mod, die, wie immer, jede Menge neuen coolen Shit ermöglicht. Was wir heute machen, ist wieder komplett nicht in den Geschichtsbüchern. Zuerst mal schrauben wir bei den Spieleinstellungen nach hier unten und dann haben wir hier diesen wunderschönen Punkt The Bidenverse. Das erlauben wir. Das ist mal das Erste. Danach spielen wir mit Irland und weil ich verrückt bin, machen wir es auf Elite. Das gefällt euch ja immer ganz doll, habe ich mitbekommen. Ja, das denkt ihr euch bestimmt, was hat er denn wieder vor? Der Krabberich, ja, ihr werdet es gleich sehen. Unser Fokusbaum hier sieht erstmal ganz hübsch aus, aber ist mir tatsächlich eigentlich erstmal relativ wurscht. Denn 4 Tage nach Spielbeginn gibt es paranormale Aktivitäten, UFOs und komische Lichter, irgendwas mit Pyramiden. Und ich habe gehört, auch der ein oder andere Teddybär ist vom Himmel gefallen. Wir untersuchen das einfach mal. Ja, ganze Welt untersucht das Ganze, aber es gibt nichts zu sehen, ne? Ja, es gibt doch was zu sehen. Der Geist in der Maschine. Moment. Sesum Ui Bioidain. Den kenne ich eigentlich unter anderen Namen. Wird sich bestimmt noch ändern. Ja, und das Lustige ist, Irland verschwindet jetzt einfach von der Landkarte. Und das Eintreffen von Herrn Biden, das ist erstmal nicht so toll für uns. Wir bekommen nämlich den Future Shock. Also den Schock aus der Zukunft, der uns auf der einen Seite massive Bauboni bringt, auf der anderen Seite allerdings die Stabilität und den Machtzuwachs in den Keller rauschen lässt. Und aus unserem großen, fetten Fokusbaum ist dieser kleine, aber feine geworden. Wir müssen uns jetzt erstmal zur Aufgabe machen, hier das Ganze mal zu überwachen. Übrigens so ein kleiner Funfact am Rande. Wir existieren aktuell nicht mehr. Also, uns gibt es nicht mehr. Wir sind von der Landkarte verschwunden. Also, das ist so die Story. Man findet uns nicht mehr. Ich denke mal, 99% der Amerikaner wissen sowieso nicht, dass Irland existiert. Ist eh ein Wunder, dass er dahin gefunden hat. Aber ich glaube, er wollte nach England. Hat sich einfach nur verfehlt, weil er ein bisschen alt ist. Hat dann einen falschen Knopf gedrückt oder so. Dadurch, dass wir aus der Zukunft sind, haben wir übrigens auch 40% Forschungsgeschwindigkeitsboni. Finde ich fast schon zu schwach. Ehrlich gesagt, hätte ich hier eher 140% erwartet, weil wir aus der Zukunft kommen. Aber gut, ich mische mich da nicht ein, ne? Hätte wenigstens den einen oder anderen Flugzeugträger mitbringen können, der Herr Biden. Übrigens, apropos Herr Biden, es gibt noch andere Szenarios, die man hier spielen könnte, die ich interessant finde. Zum Beispiel könnte man als Pinguin-Armee hier unten starten oder man spielt als Skynet in Asien. Also, wenn ihr auch Bock auf sowas habt, dann lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, weil ich bin ja immer offen für neue, coole Sachen. Ansonsten, wie immer, ist die Mod natürlich nicht in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin nämlich bösartig. Klar, und in Frankreich herrschen nun Anarchisten. Wo ist mein Fokusbaum hin? Also, hä? Hallo? Excuse me? So, wir halten jetzt erstmal eine Ansprache. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob das noch irgendeiner versteht, was... Ach, egal. Muss ja aufpassen, was ich sage. Es war alles nur Spaß, aber heutzutage versteht ja keiner mehr Spaß auf der Erde. Na, ich liebe Asien auch in dieser Timeline hier. Totales Chaos. Jeder gegen jeden. Fast wie am Pausenhof, wenn da eine Kollege wieder Kaugummi mit dabei hat. Es gibt nur noch 3 Stück, aber 12 wollen einen haben. Naja, übelst langer Text. Hier hält eine fette Ansprache. Die Massen sind am Beben. Ist ja auch total irrelevant. Das Wichtigste steht hier unten. May God bless you all. May God protect. Protect our troops. God bless America, Irland. Oh, 5% Stabilität. Noch mehr. Oha, Bruder. Diese ganzen Boni, die wir hier bekommen, ey, da zittern mir die Knie ein bisschen. Aber Bro, die Knie zittern. Ich habe 290 PP. Für was soll ich denn die ausgeben? Also ernst gemeinte Frage, was war ich da mit dieser politischen Macht gerade? Ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt meine Berater mitgebracht habe. Die schauen mir alle so aus, ob die hier schon seit 100 Jahren werden in Irland. Wobei, die wird wahrscheinlich auch als... Digga, der hat ausgeschaut wie Bernie Sanders, egal. Wir schrauben jetzt hier einfach mal so ein Chief of Staff rein, so ein School of Mass Combat. Kein Wunder, dass wieder irgendwas mit Schule und Massen dasteht. Doch bevor wir weitermachen, erstmal ein fettes Dankeschön an den Sponsor des Videos, Prosperous Universe. Wenn ihr auf realistische Wirtschaftssimulationen steht und den Weltraum schon immer beängstigend interessant fandet, dann dürftet ihr hier genau richtig sein. In einem rein spielergesteuerten Universum produziert ihr Güter, gründet Kolonien, baut, wählt, handelt mit anderen Spielern und transportiert eure Waren von einem Ort zum anderen. Und immer wenn ihr denkt, ihr habt nichts mehr zu tun, findet ihr heraus, ihr habt noch nicht mal ansatzweise herausgefunden, was es alles zu tun gibt. Das gewaltige, voll anpassbare Apex-Interface ermöglicht es euch, eure eigene Weltraumfirma bis ins kleinste Detail anzupassen und zu perfektionieren, damit ihr stets den besten Überblick über eure Geschäfte habt. Entscheidet euch, ob ihr der Reichste der Reichen, ein angesehener Politiker oder heldenhafter Entdecker werden möchtet, der die endlosen Weiten des Universums in Prosperous Universe erforscht, welches übrigens kostenlos spielbar ist. Ah, und übrigens, das Spiel ist in Zukunft auch auf Deutsch verfügbar, während ich mich jetzt hier aktuell noch durchs englische Interface klicke, aber ihr könnt das dann in Zukunft auch auf Deutsch machen. Wenn der wüsste, dass es jetzt sogar schon auf Deutsch verfügbar ist. An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön für Sponsoren des Videos.
Ich spiele weiter und wenn ihr auch Bock auf das Ganze habt, gerne die Videobeschreibung oder den angepinnten Kommentar abchecken und dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, back to our normal problems, ja. Jetzt haben wir echt 60% Forschungsgeschwindigkeit. Ja, das ist schon besser, das gefällt mir schon mehr. Hätten wenigstens noch gleich einen für Kernforschung mitbringen können, dass wir ein paar Atomreaktoren bauen oder so, aber geht natürlich wieder nicht. Wer führt denn hier an? Kennt ihr alle nicht. Schade, dachte jetzt kommen irgendwelche berühmten Persönlichkeiten. Wir haben auch stark erhöhte Produktion. Na, das gleicht ein bisschen den Elite-Bonus aus, während die Polen zum Nationalismus verfallen. Bösartige Menschen. Im Spiel natürlich nur. Nationalismus kann ich hier im Spiel nicht gutheißen, genauso wie in der echten Welt. Ich heiße einfach gar nichts gut. Das ist viel einfacher, muss ich mir keine Gedanken machen. Ich heiße einfach gar nichts gut. So, fertig. So, how to deal with Ulster. Was ist das Problem mit Ulster? Das ist doch hier mein, hier, Dings. Wo waren die? Hier oben, ne? Da, was ist mit denen das Problem jetzt hier? Wir machen ja mal eine friedliche Lösung. Gucken, ob das funktioniert. Notfalls können wir immer noch säubern. Nebenbei halten wir natürlich auch die Weltsituation ganz genau im Auge. Apropos ganz genau im Auge. Die Schiffsfahrer und dieses russische Haus, die verstehen sich auch nicht so gut. Die werden sich auch bestimmt bald boxen. Was ich auch ganz toll finde, häufig kommen irgendwelche Benachrichtigungen. Ich check gar nicht, worum es geht. Weder wer das ist, wo die sind und was eigentlich da los ist. Einzige, was ich auf alle Fälle checken würde, ist irgendwas mit Deutschland. Das kriege ich hin. Delhi hat erklärt, dass sie einen totalen Sieg in Afghanistan errungen haben. Das seid ihr nicht die Ersten. Fragt mal die Russen oder den Westen, wie das damals funktioniert hat. oder später. Hier, Masaryk ist ermordet worden. Wer oder was ist ein Masaryk? Übrigens irgendwas in Prag gewesen. Meine ist Science Fiction, das ist nicht echt, also brauchst du es gar nicht groß googeln. So, Ulster ist kein Problem mehr. Die haben sich von mir bezirzen lassen. Hat wahrscheinlich gut funktioniert, dass keiner verstanden hat, was eigentlich abgeht. Und jetzt haben wir jedenfalls die erfreuliche Nachricht, dass Ui... Oder auch, ne, wisst schon wer. Es survived hat. Sehr gut. Party. Rein theoretisch hätte auch sterben können oder so. Keine Ahnung. Hab's nicht ausprobiert. Oh, Mau Mau. Das Spiel kenne ich. Das habe ich auch oft gerne gespielt. Und Indochina hat seine Unabhängigkeit erklärt. Haben sie häufiger schon probiert. Manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Zunächst im Krieg gegen Deutsch-Ostasien. Der ist deutsch, ja. Das sehe ich. Übrigens in der Timeline, ne, falls der eine oder andere nicht versteht, lief ganz gut für Deutschland, ne? Also, weiß nicht. Die Gebiete hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auch hier. Sehr breit aufgestellt, die Deutschen. Finde ich übrigens auch wirklich saugeil an der Mod, dass es einfach so viele verschiedene Berater oder Ideologien oder was auch immer gibt. Also da kann man sich wirklich zurechtfinden und ausbreiten. Und das Schöne ist, es ist nicht zu unnötig kompliziert und komplex. Also wie gesagt, das finde ich ganz, ganz toll an der Mod. Die machen das sehr, sehr schön. Vielfalt, Variabilität, aber nicht überladen. So, jetzt machen wir das hier. Encourage Eurykratis Unity. Dann gibt es nochmal ein paar kleine Boni und dann sind wir fertig. Dann war's das. Dann endet das Video auch schon, ne? Wer hätte es gedacht? So schnell geht das. Mit beiden Irland übernehmen und tschö, Kakao. Oh nein, was ist denn jetzt los? Hellfire from the future. Der nette Herr, der bis vor kurzem in Irland gechillt hat, hat sich nun der Welt gezeigt. Er kommt aus der Zukunft und greift nun mit seinen Armeen Amerika an. Nein, wer macht denn sowas? Und wir müssen jetzt auch entscheiden, für was wir kämpfen. Kämpfen wir für Irland? Kämpfen wir für die gesamte Menschheit? Oder kämpfen wir eigentlich nur für uns? Ich würde sagen, wir kämpfen nur für uns. Ja. Wollten sie mich das Spiel zu... Hat sie gesehen, haben versucht das Spiel vor ihm. Nee, hat nicht geklappt. Bidens Legion, oh Gott. Schaut es euch an. Diese ehrenhaften Divisionen. Die kämpfen für Brigadier Joe Biden. Ich liebe es. Darf ich vorstellen? General Donald Trump. Zusammen mit General Barack Obama. Zusammen mit General George W. Bush. Mit General Bill Clinton. Und General... George W. Bush. Also H.W. Bush. Und natürlich darf ein Feldmarschall nicht fehlen. Und dann nehmen wir natürlich ihn höchstpersönlich. Joe von und zu, weg und hier beiden. Klingt alles total lustig. Ist es auch. Soll ich meine Truppen jetzt? Ach, die chillen alle da. Ja, Digga, das ist jetzt aber blöd, dass die alle da chillen. Naja, egal, wird schon klappen. Drückt mir die Daumen, Leute. Ich habe das noch nie probiert, aber wird schon schief gehen. Einfach expandieren, let's go. Maximale Aggressivität. Alles reinschmeißen. Ja, das ist Expansion. Sieht's denn aus? 765.000 Mann zu 100.000 Mann. Ja, komm, also macht euch mal nicht lächerlich jetzt. Einzig Traurige ist, ich habe meine ganzen Juicy Boni verloren, muss ich tatsächlich gestehen. Das stimmt mich jetzt schon ein bisschen traurig. Charles Curtis elected President of the United States of America.
Das hättest du dir auch sparen können. Zwischenzeit sind alle wichtigen Großstädte der USA hier im Osten gefallen. Die East Coast ist eigentlich größtenteils in unserer Hand. Ich feiere das übrigens auch so hart, dass der einfach gemütlich Eiscreme schlägt. Ne? Ihr habt keine Ahnung. Es ist so cool. Hoover's Last Speech. Ja, meine Güte, jeder geht mal irgendwann. Das sind eigentlich Kerngebiete. Na, sehr schön. Hätte sein können. Ich meine, am Ende des Tages besetzen wir einfach Amerika. Weil wir kommen aus der Zukunft. Wir sind irgendwelche wilden, komischen Leute, die sagen, wir sind aus der Zukunft, wir besetzen jetzt euer Land, weil es besser für euch ist. Und erwarten, dass die Bevölkerung uns es glaubt. Sehr komisch. Mama, guck mal, ist so ein komischer Mann, der schaut aus wie 100, der sagt, er ist unser Präsident. Ja, ja, das stimmt schon, mein Sohn. Das ist schon richtig so. Okay. Digga, was habe ich denn für Forschungslots? Alter. Was habe ich denn für Forschungslots? Was ist das denn? 878% Forschungsgeschwindigkeitsboni. Tschüss. Da bekommt der Begriff Weltpolizei, glaube ich, heute eine völlig neue Bedeutung. Wir können heute quasi Weltpolizei spielen. Unsere Divisionen sind übrigens gar nicht so stark. Also wir haben wirklich komplette Standard-Divisions. Wir haben auch keinerlei wirkliche Boni. Der einzige Unterschied ist, dass wir 900% Bewegungsgeschwindigkeitsvorteil haben. Das ist der einzige Vorteil. Das heißt, wir laufen quasi wie mit Schlittschuhen übers Eis. Aber jetzt so truppendivisionstechnisch sind wir nicht so stark eigentlich. Aber das Problem ist halt, dass sie nicht damit rechnen, dass sie jetzt überrumpelt werden. Die meisten schlafen sogar noch. Das ist ja quasi eine Nacht- und Nebelaktion hier, was wir machen. Verluste 88 zu 50.000. Die 88 sind übrigens im Schlaf vom Hochbett gefallen und haben sich das Genick gebrochen. Und so endet es auch tatsächlich. Ich würde mal sagen, wir snacken uns auch gleich alles, inklusive den Philippinen. Wir wollen am Ende dann doch die Welt auch vor dem Bösen retten. Obwohl ich ja wahrscheinlich einfach das Böse bin. Das ist auch Kerngebiet. Sehr schön. Ach, wir haben Kerngebiet auf die ganze Welt. Ach, hör auf. Ah ja, gut, ist ja auch nicht... Ja, ist an sich schon logisch, ne? Ich meine, wir wollen ja natürlich die Welt beschützen vor anderen... Hi, was macht ihr denn hier? Habt ihr schon Krabbe abonniert? Wenn nein, unbedingt machen. Tschüss. Der Fall von Amerika, auch episch hier hinten mit diesem Adler da, ne? Sieht ja sehr juicy aus. Nach einer wochenlangen Kampagne, hey Digga, habt ihr irgendwie einen falschen Film geglupscht oder was? Wir waren in 2 Tagen fertig. So. The Infinite Leader. Oh, es gibt Atombomben. Oh, geil. Atombomben. Wir switchen jetzt übrigens nachher auf Panzer. Und zwar werde ich alle Divisionen komplett auf Panzerdivision umstellen. So wegen America. Punkt, Punkt, Punkt. Yeah, ihr wisst schon. Stellen uns jetzt ab. What the f... Was? Die haben uns einfach 1155 Divisionen gespawnt. Ich lösche die mal eben alle. Sau geil. Ja, die meinen sie ernst mit der amerikanischen Weltherrschaft. Aber wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Panzer. Ich möchte eine fette, dicke Panzerarmee aufstellen. Und natürlich brauchen wir auch Flugzeuge. Logischerweise. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Irgendwas mit Liberia? Hä, warum bin ich denn mit denen im Krieg? Ja gut. Ich meine, kann man machen? Muss man aber nicht. Ich würde fragen, ob es ihnen gut geht, aber ich glaube, da geht es gar keinem mehr gut. Also wir haben gerade effektiv das komplette Land ausgelöscht und es hat keiner auf der Welt interessiert. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wir können irgendwelche Joe Bidens kontaktieren hier so. Joe Biden SVT 1942B und dann gibt es irgendwelche anderen Bidens, so José Biden und irgendwie Josephi irgendwas anderes. Wir machen das jetzt einfach mal, ich klicke mal da drauf, gucken was passiert. Ich glaube, es ist gescheitert, ich habe zumindest nichts mitbekommen. Was? In unserem Land gibt es Verräter? Verräter gegen Amerika und gegen den Willen von unserem großartigen Joe Biden. Diese Menschen brauchen keine freie Meinungsäußerung, auch keine Freiheit. Sie brauchen nur einen schnellen Verlust an Atemluft. Venezuela hat und warum embargoen die mich einfach? Lol. Ich habe vergessen, die Schiffe zu beschlagnahmen. Nein, warum bin ich so blöd? Und dann bauen wir halt mal nebenbei ein paar Schiffswerften, so wie es ausschaut. Das habe ich mir natürlich wieder schön selbst eingebrockt. Also die Generäle sind alle Level 6 Generäle, die wir da bekommen. Bei diesen 200 politischen Macht-Events. Das haben wir jetzt auch mal geklärt. Frankreich hat Liberia den Krieg erklärt. Das hängt auch damit zusammen wahrscheinlich, dass ich Liberia aktuell atomar leicht verstrahlt habe. Ja, kein Problem, Frankreich, mache ich gerne. Man fühlt sich so mächtig, ein Klick und alle sind weg. Da merkt man erst, wie viel Macht man eigentlich hat, wenn man in so einer Führungsposition sitzt, ne? No gods, just Biden. Ah, ich liebe die Mod.
Hä, Digga, ich habe die zweifach komplett atomar ausgelöscht und ich habe nur 4 Warscore-Punkte. Das ist ja absoluter Betrug. Es ist ja absolut, das lasse ich mir nicht bieten, Frankreich. Nee, so nicht. Zuerst mal werden wir die größte Flotte in der Geschichte der Menschheit bauen. Übrigens nicht wundern, warum wir auf einmal 2000 Fabriken haben. Biden hat hier leicht militärisch aufgerüstet. Was mache ich denn da? Ich kann jetzt einfach, was passiert ist, wenn ich da drauf drücke? Wen tue ich denn jetzt hier? Atomar wegbomben, gar keinen. Wahrscheinlich geht es nur mit Nationen, mit denen ich im Krieg bin. Alles Lustige ist, genau so stelle ich mir das auch vor, wenn Amerikaner in die Vergangenheit reisen würden. Genau so stelle ich es mir vor, das ist so realistisch. Flagge ist aber auch irgendwie geil, ne? Also irgendwie hat was. Machen jetzt aktuell alle so ein bisschen ihre Bündnisdinger hier in Europa. Belgrad-Pakt, Donau-Adria-Bund, Dritte Internationale, Reichspakt, Moskauer, Kort-Spieler. Oh, hola, Senor, Zapata, gleich komme in Freiheit. Der schaut chillig aus. Tut mir fast leid, dass ich ihn angreifen muss. Und nun lassen wir die Welt brennen. Apokalypse now. Und das Ding ist, ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube, dass wir der gesamten Welt den Krieg erklären, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das könnte interessant werden. Vor allem, da ich mich ja dafür entschieden habe, meine komplette Armee mehrfach aufzulösen. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Der Belgrad-Pakt hat Bulgarien angegriffen. Ich weiß nicht, ob die nicht realisieren, dass ich aktuell die größte Bedrohung bin eigentlich. Aber gut, wenn sie meinen, dass sie sich hier gegenseitig boxen wollen. Mach das gerne. Kein Problem. Lol, ich habe ja auch noch Irland. Hab's ganz vergessen. Vergessen, dass ich Irland hab. Mir wäre jetzt natürlich ganz leicht an Chrom. Keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Wenn es doch nur irgendwo zufällig dann irgendwann mal Chrom-Vorräte geben würde. Also das Spiel hat sich schon mal aufgehängt. Und wir haben die der ganzen Welt den Krieg erklärt. Okay. Gut. Lol, wir haben einfach so eine KI. General APCC AI. Was ist das denn, Alter? Wir werden verteidigen jetzt mal nebenbei die Insel hier mit Kurs. Wir werden jetzt nicht angreifen. Ich habe ja gesagt, ich möchte reine Panzerdivision haben später. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir chillen erstmal. Der darf mit seinen 2772 Mann, die er führen darf, jetzt erstmal die Insel hier verteidigen. Okay, irgendjemand kapituliert direkt. Haben noch nicht mal was gemacht, aber gut. Griechenland ist auch weg. Also ist trotzdem schön zu sehen, wie die Welt sich immer noch gegenseitig zusammenschlägt. Ich kann das immer noch ganz entspannt mir alles anschauen hier. Nebenbei läuft auch ganz leicht die Panzerforschung, wie ihr sehen könnt. Donald Trump, Chief of Army. Komm, YOLO. Was für Österreich? Als ob Österreich überhaupt Schiffe hat. Womit haben die gebaut? Mit Lehm oder was? Das braucht man dafür halt. Ja, das ist halt blöd. Also das ist tatsächlich ein Problem, weil für alles alle Chrom brauchen und hier de facto keine Produktion jetzt haben. Bulgarien und Co. haben auch kapituliert. Juckt mich jetzt halt auch nicht wirklich. So, was passiert, wenn ich da jetzt drauf drücke? Ich frage für einen Freund. Okay, ein paar Atombomben abgeschmissen. Nicht so viele. Ich glaube so um die 1000. Wir haben 580.000 Mann beseitigt. Einfach nur mit einmal auf Atombomben klicken. Kann ich das wiederholen? Das frag für einen Freund. Alter, Walter, nee, hör auf, Mann. Was? Fall of Dublin? Hallo? Warum? Wieso? Weshalb? Hä? Wo sind meine Truppen, die ich hierher geschickt habe? Macht mal schneller. Hallo? Lol, ich habe keine Konvois. LOL, okay, das ist jetzt ein Epic Fail. Ja, das ist like the biggest fail in history of fails tatsächlich. Wow, Krabbel, krass, juicy. Jetzt sind sie dann unterwegs. Falls sie überhaupt ankommen, die haben auch leider überall die Seeüberlegenheit. Oh, es ist eine Katastrophe, Leute. Da bist du so überlegen und dann scheiterst du, weil du keine beschissenen Konvois hast. Tja, wir haben meine gesamten Truppen abgefangen. Es kommt keiner lebend in Irland an. Das heißt, wir haben unser ehemaliges Kerngebiet komplett verloren. Plus die ganzen Fabriken, die da gebaut wurden. Schrecklich. Ich bedanke mich mal schnell auf meine Art und Weise. So aus Prinzip schon. So, seht ihr, was ihr davon habt. Schauen wir mal, ob wir überhaupt expandieren. Okay, doch, wir können expandieren. Kanada hat sich auch direkt verabschiedet. Hauptsache, hier sind Franzosen in Quebec, Alter. Mach mal einen Abflug jetzt hier, komm. Und was ist das, wenn es fertig wird? Hallo? Was für Venezuela, Alter. Ja, Donald Trump ist verwundet worden. Weißt du nicht wie? Der chillt eigentlich noch irgendwo im Hinterland, aber gut. Finde es total lustig, dass sie alle einzeln kämpfen. Da hilft keiner dem anderen. Man würde denken, die bilden ein super Bündnis gegen den beiden aus der Zukunft. Nö, nix. Jeder kämpft für sich. Was ist denn Jens los? Brasilien ist gelandet. Ja. Also wenn Brasilien meint, dass es sie glücklich macht, mich anzugreifen, dann an der Stelle mal viel Glück. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das werden sie gleich übel bereuen. Na, was habe ich gesagt? Was ist das noch, wenn es fertig ist? West Indies Federation. Hey, Digga, mach dich nicht lächerlich, Alter.
Tja, jetzt muss ich meinen fetten Arsch nur noch irgendwie wieder nach Europa kriegen. Das könnte kurz ein bisschen problematisch werden. Admiral Joe Biden. Schade, dass der nicht irgendwie Level 10 hat oder so. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? So. Payback Time, Boys. Es ist Zeit, die Briten zu besuchen. Das ist ja ein Chaos, Alter. Warum haben die sich eigentlich alle für unabhängig erklärt, ha? Was soll denn der Blödsinn? Haben sie alle gehofft, dass da ein Trump oder ein Biden vorbeikommt aus der Zukunft, ha? Oder ein Obama oder ein Merkel? Na, wobei Merkel nicht. Bereiten wir mal die Landung in Europa vor. Nutzen wir doch kurz diese Sekunden und bedanken uns bei den Kanalmitgliedern. Diejenigen, die jeden Monat dafür sorgen, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, der Kanal läuft, ich alle Leute bezahlen kann, die hier mitarbeiten und immer noch motiviert bin, jeden Tag neue Videos aufzunehmen. An der Stelle an euch alle ein extra fettes Dankeschön für euren Support. Aber natürlich auch an alle anderen, die die Videos schauen, liken und kommentieren. Danke, ihr seid die Geisten. Digga, ich habe mich einfach selbst atomar verseucht. Was ist das denn? Betrug, ich töte mich selber. Ah, Freedom for Europe. Let's begin. Okay, gut. Ja, ist doch nicht so einfach, wie ich mir dachte. Europa scheint gut vorbereitet zu sein. I don't like it. Ah, es ist fast ein bisschen wie D-Day. Und wieder einmal sind es Amerikaner, die in Europa landen. Nur dieses Mal haben die Amerikaner ein bisschen Eiscreme mit dabei. Okay. Mit Frankreich ist doch direkt das ganze Bündnis dahin gegangen. Okay. So. Ich habe Deutschland nicht mehr erobert. Wir waren nicht mehr vor Berlin, aber scheinbar habe ich die entweder so atomar zugeschüttet oder die haben so viel Respekt vor Ice Cream Biden, dass die auch direkt die Waffe ins Korn geschmissen haben, um mir an den Hals springen. Wahrscheinlich wollen sie einfach nur Soft-Eis, diese Verbrecher. Naja, dann hole ich mir halt einfach mal alles, wenn sie mich schon dazu nötigen. Digga, Ukraine ist einfach größer als Deutschland. What the fuck? Ja, entspannte Manpower von 73 Millionen, aber immer noch nicht genug Chrom. Das ist doch Betrug. Das Ende einer Ära, der Fall von Deutschland. Ja, ja, laber nicht. Ja, Portugal und Spanien auch mal eine große Herausforderung, ne? Österreich, Ungarn und Co. sind auch gefallen. Der Papst ist nun ebenfalls bidenisiert worden. Na, so gehen sie einer nach dem anderen. Alle fallen sie unter die Macht der Vereinigten Staaten von Amerika. So, irgendwas mit Holy Land haben wir jetzt erobert, das ist die Frage. Was ist denn die Frage überhaupt? Ja, ich habe jetzt meine Entscheidung getroffen. Wird schon passen. Bin schlecht im Lesen langer Texte. Was ist das denn hier eigentlich, wenn es fertig ist? Joe Bonaparte. Also, sorry. Joe Bidenpart. Man merkt die Anspielung ganz leicht. Ganz leicht. Die kapitulieren auch wie die Fliegen bei minus 30 Grad in der Badewanne. Ja, und am 16. August 1939, noch mehr oder weniger vor Beginn des eigentlichen Zweiten Weltkriegs, haben Biden hatten die gesamte Welt eingenommen. Klingt lustig, ist es auch gewesen. Hatte wirklich sehr viel Spaß, ist ein bisschen cringe gewesen, natürlich auch nicht ganz realistisch. Surprise, surprise. Aber es war sehr unterhaltsam, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und damit verabschiede ich mich für euch von heute. Bedanke mich fürs Zuschauen und nicht vergessen, keine Krabben essen. Tschüss.